Basket TV Folge 54. Ja, wir wissen jetzt, wer in den Finals steht. Die Boston Celtics gegen die LA Lakers, genau wie vor 2 Jahren schon. Das war damals ein sehr spannendes Duell, auch wenn das 6. Spiel ein Blowout-Sieg für die Boston Celtics gewesen ist. Aber allein schon wegen der Rivalität und so gut wie die Celtics und Lakers momentan drauf sind, werden das richtig geile Finals, oder? Ich bin heiß drauf. Das Oldschool-Duell, die alte Rivalität. Lakers gegen die Celtics, jetzt zum 12. Mal mittlerweile, die Finalpaarung. 9 Mal haben die Celtics gewonnen, nur 2 Mal die Lakers. Also so richtig ausgeglichen ist es theoretisch nicht, aber natürlich sind das die beiden titelreichsten Teams. Die Celtics versuchen jetzt zum 18. Mal die Meisterschaft zu gewinnen, die Lakers zum 16. Mal. Also da sind schon einige Ringe vereint, natürlich auch diverse Legenden. Wen siehst du dieses Jahr vorne? Ich glaube, die Lakers werden es machen. So gut wie Kobe Bryant momentan spielt. Ich finde, der spielt sogar, also der spielt so gut, obwohl er so unauffällig spielt. Hat auch so seine Phasen, wo er dann mal abtaucht. Aber wenn es drauf ankommt, war er immer da. Jetzt auch in Spiel 6 gegen die Phoenix Suns. Am Ende 2 ganz wichtige Würfe getroffen oder vielleicht sogar die entscheidenden. Und ich denke, Kobe Bryant macht am Ende den Unterschied. Die Celtics auch gut drauf gegen Orlando, das war schon sehenswert auch. Also wirklich starke Offense. Paul Pierce momentan richtig gut drauf, Ray Allen genauso. Aber ich glaube, Kobe macht den Unterschied. Ich gebe noch einen Tipp ab: 4 zu 2 für die Lakers. Okay, ich sehe nur Rondo stärker pro Position gesehen bei den Celtics. Sonst sehe ich die Lakers auf jeder Position überlegen. Von Kobe über Attest, der Paul Pierce, denke ich, ganz gut im Griff haben wird. Natürlich ist er kein besserer oder talentierterer Spieler, aber ich denke, dass diese Position gut sein wird. Dann haben wir natürlich noch Pau Gasol, dann haben wir noch Andrew Bynum. Also ich sehe, die Bank ist besser der Lakers, auch wenn sie eigentlich als nicht so stark gegolten hat. Also ich sehe die Lakers überall vorne. Freche These von mir. Beide Teams 2008 waren besser als die heute. Ja, wir haben uns vorhin die Kader angeguckt, auch vor allem den Kader der Ja, der Celtics. Prakti hat meine Meinung gar nicht geteilt irgendwie. Teilst du sie? Deswegen sitzt er auch nicht Ich hier. sage, es ist eine freche These, ich weiß nicht. Damals hatten die Celtics noch James Posey, der immerhin Der fast, Lockdown-Defender ist, den ja, haben sie jetzt einfach nicht und mehr. fast 30 Minuten im Schnitt gespielt hat. Ja. Leon Poe hatten sie damals, Ja. auch kein schlechter. Dann hatten sie noch 2 Veterans, Sam Cassell, der hat wenig gespielt in den Playoffs und in den Finals, aber PJ Brown hatten sie halt noch, Sam Ganz genau. Cassell. Und Eddie House hatten sie damals, der auch mehr gespielt hat damals als Ja. jetzt Nate Robinson, wobei Robinson jetzt auch im letzten Spiel wieder ganz gut Und auch war. ein bisschen mehr kann als PJ, als Als Eddie Eddie House, muss House, man das schon ist sagen. natürlich richtig. Ja. Aber der kranke Ehrgeiz, der ist immer noch da bei den drei, bei den Big Three, obwohl man jetzt Big Four sagen muss Ja. mit Rajon Rondo. Und der Ehrgeiz macht, glaube ich, den Unterschied. Und das war auch der Unterschied jetzt in der Serie davor gegen die Orlando Magic, die natürlich auch unbedingt Meister werden wollen, auch ein starkes Team haben, auch erfahren sind, immerhin letztes Jahr schon in den Finals gewesen, letztes Jahr die Cavs ausgeschaltet in den Conference Finals. Also die Magic haben schon was drauf und trotzdem war Boston viel, viel besser. Auch bei den Lakers damals noch Herrschaften dabei, die jetzt nicht mehr dort spielen. Quizfrage: Welcher Spieler, der jetzt bei den Rockets ist, war das? Und welcher Spieler, der bei den Warriors spielt, war das? 2 Mann. Meiner Meinung nach sehr gut. Damals auch wichtige Bausteine fürs Team. Gerade der zuletzt genannte Big Man von den Warriors war doch für die Teamchemie sehr wichtig. Ja. Die sind nicht mehr dabei. Dafür haben sie jetzt Lamar Odom als sechsten Mann von der Bank. Jordan Ja, haben Sie Farmer da macht einen Lamar Odom ordentlichen, hatten Sie? Also, als Starter damals ja, noch. Jordan richtig. Farmer macht einen ordentlichen Job von der Bank. Shannon Brown kann man auch einsetzen, auch wenn er schon ein bisschen zu geil aufs Dunken ist manchmal. Aber auf jeden Fall beides gute Teams, haben sich beide durchgesetzt jetzt in den Playoffs. Lakers, Celtics, also ich bin heiß drauf. Und wir werden sehen, wer sich durchsetzt. Taktisch wird es natürlich auch einiges zu sehen geben. Also ich weiß nicht, ob die Celtics so eine Zone spielen können, wie die Suns es versucht haben gegen die Lakers. Ich denke, die 1 gegen 1 Verteidigung ist bei den Lakers auch ziemlich gut eigentlich gegen die Celtics. Da bin ich schon gespannt, wie die Triangle auch funktioniert. Und wie viel Kobe macht, wie viel die anderen dann dürfen, wenn er in den Finals Rache nehmen will natürlich. Wie gut die Celtics da gesund bleiben. Also ich bin schon gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sie vor allem Kobe Bryant verteidigen Ja. werden. Paul Pierce gegen Kobe, das haben wir schon oft gesehen. Oder Real. Oder Ray Allen, genau, wenn es auf der Shooting Guard Position so bleibt. Das wird richtig spannend, glaube Aber ich. ich finde, sie haben keinen, also sie haben keinen Posey mehr. So einen richtigen Nickel haben sie irgendwie nicht mehr. Also Marquise Richtig. Daniels ist ja auch nicht schlecht. Richtig. Das wird Aber halt viel, ich. das wird Paul Pierce und Ray Allen viel Kraft Da sehe ich kosten so ein in der bisschen das Defense. Problem, dass sie nicht so einen Pietrus haben oder J.J. Redick hat es ja auch in den letzten Finals ein bisschen probiert, den sie eben einfach auf den Hals setzen können. Ja, da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich sagen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zieht Doc Rivers irgendwie, keine Ahnung, ein Kaninchen aus dem Hut und
Vielleicht wird es dann Nate Robinson, kein schlechter Verteidiger. Natürlich fehlen da ein paar Zentimeter. Aber irgendwas wird Doc Rivers auf jeden Fall versuchen, um Kobe Bryant in Schach zu halten. Was aber auch andererseits unmöglich ist. Man kann es ihm nur schwer machen, aber man kann ihn nicht stoppen. Das haben wir gegen die Phoenix Suns wieder gesehen. Ja, setzt du denn auch auf die Celtics oder? Nee, auf die Lakers. Auch auf die Lakers. Ja. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja. Kommen wir auch zum nächsten Thema. Ihr habt vielleicht schon mein T-Shirt gesehen mit diesem Aufdruck. Und dieses T-Shirt gibt es auch zu kaufen. Und zwar im Spreadshirt-Shop exklusiv für Basket-Club-Mitglieder. Ja. Da haben wir natürlich noch viele andere Motive. Einige Motive kennt man aus dem Heft. Wir hatten Monta Ellis, ja, die Headline, genau. Score schon mal genau. Vorgestellt. Es gibt ein MVP-Shirt, I Love Basketball, tausende von Motiven. Das Geile ist, ihr könnt die Farbe des T-Shirts selbst bestimmen und auch die des Aufdrucks. Wenn ihr sagt, schwarz mit dem Orange, das sieht scheiße aus. Ihr könnt auch ein grünes Shirt nehmen und einen roten Aufdruck oder ein blaues Shirt mit weißem Aufdruck. Scheißegal. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Das ist aber nicht der einzige Vorteil für Clubmitglieder, denn für alle, die sich beim Basketclub anmelden, und die Infos gibt es in der aktuellen Basket und auf basketclub.de, gibt es ein Original-Trikot von Spalding, exklusiv für Clubmitglieder, mit diesem Basket-Team-Aufdruck. Hier oben noch ein goldenes Club-Logo. Und wer möchte, kann gegen einen geringen Aufpreis sich hinten noch eine eigene Spielernummer aussuchen und den Namen aufdrucken lassen. So sieht's aus. Ich habe leider nicht so ein Trikot. Qualität ist gut, gefällt mir. Ja. Der Schnitt ist nicht sehr baggy, aber eigentlich auch wirklich gut. Genau. Wäre es lieber ein bisschen weiter. Bin sehr zufrieden damit. Vielleicht. Mag, nimmt eine Größe. Genau, also ja. wenn ihr das echt ein bisschen lockerer haben wollt, würde ich eine Größe größer nehmen, aber die normale Größe kommt schon hin. Also das haben wir jetzt auch im Vergleich festgestellt. Und ist ein schönes Ding, muss man sagen. Genau. Und sehr zufrieden. Gibt es kostenlos für Clubmitglieder. Das ist richtig. Wer sich beim Club anmeldet, bekommt dieses Trikot geschenkt. Wie gesagt, gegen Aufpreis kann man sich noch die Nummer hinten drauf drucken lassen oder eine Short wahlweise dazu wählen. Genau. Infos dazu haben wir auch wieder im Heft auf Seite 13 in der 6/2010. Da geht es unter anderem um die Paris-Reise, die wir haben. Genau. Und die neuen Jersey-Bälle. Genau. Und die Paris-Reise ist mit einem Tippspiel verbunden. Jetzt gerade aktuell zu den Finals. Ja. Das heißt, alle Clubmitglieder können die Finals, die einzelnen Finals-Partien tippen. Nicht vergessen. Und wer am Ende die meisten Spiele richtig getippt hat oder am nächsten dran war mit den einzelnen Tipps, kann eine Reise nach Paris gewinnen. Coole Sache auf jeden Fall. Das wäre dann wieder eher das T-Shirt von vorher. Genau, NBA Europe Live. Du bist auch damals in Paris gewesen bei dem Miami Heat. Dieses Jahr sind es die Timberwolves gegen die New York Knicks. Genau. Die Knicks vielleicht mit LeBron, wer weiß. Wer weiß. Die Wolves vielleicht mit Ricky Rubio. Mit Darko Milicic. Wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob ich für Milicic... Hast du gerade Ricky Rubio gesagt? Ja, bei den Wolves. Never. Nein, glaube ich auch nicht. Ansonsten, was haben wir noch? Wir müssen noch das Quiz auflösen. Ja, die beiden Lakers-Spieler waren Trevor Ariza und Ronny Turiaf. Genau. Damals noch dabei. Ariza, damals eine ganz wichtige Rolle für die Lakers gespielt, 2008. Der fehlt denen jetzt. Jetzt haben sie Ron Artest, der im letzten Spiel richtig gut war übrigens gegen die Suns. In der ersten Halbzeit ein paar Dreier getroffen. Richtig. Und den Game-Winner wollen wir auch nicht verschweigen in Spiel 5. Nachdem er vorher Mist gebaut hat. Richtig. Jetzt klingelt mein Telefon. Das ist schon das vierte oder fünfte Mal Basket TV, dass das Telefon klingelt. Das ist unglaublich. Müssen wir sonst noch irgendwas loswerden? Genau, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht's los. Ganz wichtig, Sky überträgt alle Finals-Partien mit deutschem Kommentar. Mhm. Das heißt, wer Sky hat, kann sich das live anschauen. Ansonsten über den NBA League Pass im Internet. Mhm. Das Gute beim League Pass ist ja, man muss die Spiele nicht live gucken. Man kann auch morgens die Aufzeichnung anschauen, in voller Länge. Von allen. Genau. Ohne das Ergebnis zu wissen. Ist echt krass. Ist dann genauso spannend. Ja. Jetzt klingelt das Telefon wieder. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss, würde ich sagen. Das ist schon ein zweiter Anruf. Ja, vom anderen Fotoredakteur. Ein bisschen Arbeit zu tun heute, ne? Machen wir irgendwas? Ich würde sagen, wir sehen uns Anfang nächster Woche wieder. Montag, Dienstag. Dann sind die ersten ein, zwei Finals-Spiele rum. Genau, Donnerstag auf Freitag und Sonntag auf Montag. Ja. Sind die ersten beiden Spiele. Ich würde sagen, Montag quatschen wir doch nochmal, oder? Klar, gerne. Bis dahin, ciao. Ciao.